saugeilen Campingplatz direkt am Meer. Also direkt. Das heißt, das sind noch 20 Meter. Denn hier oben in dieser kleinen Höhle befindet sich sofort das Meer. Wir haben es jetzt auf die Insel Saaremaa geschafft und schauen uns den Krater hier an. Der wurde von einem Meteoriten eingeschlagen und sieht schon recht spannend aus. Ganz interessante Geschichte. Wir sind zu Mittag hier in Ahrensburg und wollen eigentlich zu Mittag Fisch essen. Schauen uns nochmal, was es da alles gibt. Und gerade eben waren wir schon auf der Burg, die vom Deutschen Orden erbaut wurde. Und die ist echt super schick. Und hinter der Burg wollen wir auch nochmal ins Meer springen. Oh. Oh, hier ist so ekelhaft der Untergrund. Wir haben jetzt erstmal die Mädels getroffen und haben uns auch natürlich auch die Burg angeschaut. Und jetzt fahren wir dann natürlich ein Stückchen weiter, können noch was einkaufen und mal gucken, wie wir vorankommen oder wo wir noch hinfahren. Wir haben unseren Zeltplatz gefunden und sind gleich mal auf den Aussichtsturm hier geklettert. Der war schon schön steil, glitschig und rutschig. Da drüben haben wir das Meer und hier unten stehen die Autos. Da unten sind die Steffi und Kerstin und gerade noch welche aus Freiburg, die wir kennengelernt haben. Und irgendwo in den Dünen werden wir dann unser Zelt aufschlagen und hoffentlich regenfrei nächtigen. Wir sind jetzt angekommen im Lahema Nationalpark und haben hier eine äußerste Bucht, also den äußersten Zipfel, erklommen. Ja, hören jetzt das Meer rauschen an der tollen Steinküste. Und bewundern eigentlich diese schöne Stelle. Wir sind gerade in Tallinn, sind ein bisschen rumgelaufen in der Altstadt und sind jetzt hier noch zur Residenz weitergegangen. Ja, und haben jetzt eigentlich noch eine schöne Zeit hier in der Hauptstadt.